Herzlich willkommen, du Lieblingsmensch. Willkommen beim Chromatics Playground Podcast. Was ist Podcast Folge 6? Ist es die 6? Ja. Also, nein, wir machen, das kannst du gleich noch so als Intro. Wir müssen eigentlich gar keine Zahlen mehr nennen. Weil das ist ja, 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 ja. Zahlen sind ja auch Schall und Rauch am Ende. Ja, stimmt. Ja. Aber ich finde, das kann doch mal sagen. Nein, nein, machen wir jetzt. Ja. Der ist schon an. Ach, ist schon an jetzt, wirklich? Es ist schon an? Wir machen schon an, okay. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge 6. Und heute ist unser Thema Hashtags des Jahres 2021. Denn wir lieben Hashtags. Wir frühstücken Hashtags schon. Vor allen Dingen der Andreas. Der hat immer eine ganze Schüssel voller Hashtags, die er früh sich schon reinballert und köstlich verschlingt. Und die sind so bunt und süß. Ich kann dazu gar nichts sagen. Du kannst also nichts sagen? Na, dann fangen wir doch mal mit der Nora an, damit die was sagen kann. Nora, was ist denn dein Hashtag des Jahres? Oder 20, einer 20. deiner Hashtags. Einer natürlich. Du hast bestimmt ganz viele auch. Ganz auch eine ganze Schüssel voll. Du hast auch ganz viele mit Hashtag-Murmeln im Kopf. So, jetzt habe ich erstmal Lust auf Cornflakes. Danke, Ron. ich fange jetzt wirklich mal mit einem leichten an, also mit einem leichten Thema, weil passt dazu. Ich nehme Hashtag TikTok addicted. Also das passt auf alle Fälle zu meinem Jahr, weil ich im letzten Lockdown, also dem längeren, ungefähr vor einem Jahr, leider mir die TikTok-App zugelegt habe. Ich glaube, es war schon länger. Aber dort bin ich so richtig abgerutscht seitdem im Swipen und hänge bestimmt jeden Tag so 45 Minuten in TikTok fest. Hab aber schon einiges gelernt. Ich sag nur ASMR. Ich bin da raus. Ne? Bei TikTok bin ich raus. Also ich aber wahrscheinlich Instagram machst du auch eine kleine Ecke jeden Tag. Ja, Instagram mache ich eine Ecke. Aber es ist tatsächlich, das ist interessant, ich werde mal drauf angesprochen, du machst das ganze Jahr nur Urlaub und sitzt auf dem Fahrrad und auf dem Snowboard, also da sitzt man nicht, steht man. Das findet ja aktuell nicht statt, aber das stimmt gar nicht. Also das heißt, wenn ich poste, dann ist es meistens irgendwie aus der Urlaubsverlegenheit heraus und ansonsten gucke ich mir eigentlich auch nur bunte Bildwelten an und habe ab und zu mal eine ganz vielleicht interessante und nette Story, um immer noch zu zeigen, dass ich live bin. Aber ich würde einfach mal einen anderen Hashtag wählen. Da bleibe ich zumindest in der Social-Media-Welt. Nämlich, Achtung, LinkedIn ist my Social Network. Nicht erst seit diesem Jahr, aber ich habe insbesondere in diesem Jahr nochmal verstärkt und vermehrt gemerkt, wie cool LinkedIn als Network ist im Business-Kontext. Dort findet irgendwie echte Debatte statt. Da kann man Menschen erreichen. Da ist Interaktion. Und deswegen ist das so mal ein leichter, flockiger Hashtag am Anfang. Genau. Naja, ob das Thema so leicht ist, ne, das würde man ja gerade wahrscheinlich mit dem Ausblick ins nächste Jahr nochmal vielleicht hinterfragen. Weil ich denke, gerade in den letzten 2 Jahren ist ja wirklich ganz viel los gewesen in dieser ganzen bunten Social-Media-Welt. Und tatsächlich gab es auch viel berechtigte Kritik, ne? Sowohl was eben diese Netzwerke mit der mentalen Gesundheit machen, was die mit gesellschaftlichen Dingen machen. Jetzt ganz aktuell, oh Gott, jetzt bringen wir doch wieder so einen Zeitaspekt rein, aber war ja jetzt, ne, dass die Rohingyas Facebook oder besser gesagt jetzt ja Meta auf 150 Millionen Dollar verklagen wollen, weil sie eben sagen, Facebook ist vor allem maßgeblich dran eben schuld, dass eben die Rohingyas ich glaube meine Zahl war 5,5 Millionen, leben jetzt inzwischen in Flüchtlingslagern und wurden halt vertrieben und dass sie sagen, der Hauptgrund dafür war Facebook. In welchem Zusammenhang bringen die das? Das habe ich leider nicht gelesen. Das ist dieses Typische, ne? Also man muss ja schon, also da auch spannender Aspekt, ne? Das haben wir ja schon auch seit Jahren immer betont, dass ja erstmal, ne, ein Netzwerk ist ja auch nichts weiter als erstmal ein Tool, ne, eine Plattform. Mhm. So, und das war uns ja schon immer bewusst, ne, dass ja sozusagen die Nutzung von Plattformen, egal mal, ob das jetzt eben Facebook oder ein WhatsApp oder was auch immer ist, ist ja nach Kulturkreis und tatsächlich auch nochmal nach Ländern total unterschiedlich, ne? Und auch, ich sag mal, wie begrenzt vielleicht das Nutzerinnenerlebnis ist. Ich hoffe, das habe ich jetzt gut gesagt. Tatsächlich, ne, wenn du eben in einem Land wohnst, wie zum Beispiel jetzt Pakistan, wo sozusagen sich
90% des Lebensalltages nur im sogenannten blauen Wohnzimmer abspielt und du dann dort in solche Bubbles gerätst, ne, oder sogenannte Echokammern, habt ihr ganz schön auch schon mal gehört, ne, dann kann das eben toxisch werden. Mhm. Und das ist eben genau das, was die Rohingya sagen, dass quasi Facebook diese Fake News und auch diesen Hass gegen diese Ethnie, ne, es ist ja im Endeffekt eine Ethnie, massiv geschürt hat und deswegen dann eben sozusagen das so eskaliert hat. Jetzt verstehe ich es, okay. Also es ist nicht Facebook explizit, was es schürt, aber der Algorithmus schürt es, weil Hass und Hetze im Netz immer dazu führen, dass mehr Interaktion entsteht als bei schönen News, und da steigern sich die Leute rein und überall da, wo es sich reingesteigert wird, wo viel Interaktion stattfindet, da springt der Algorithmus drauf an und spült sozusagen in noch mehr Profile rein und damit ist es so ein eigentlich sich immer weiter ausbreitender Virus der Absurdität des Schlechten, des man könnte was sagen, das rollt wie so ein Tsunami, ne? Also das ist so, ne, wo man eben auch dann, selbst wenn man jetzt eben vielleicht, ne, gewisse Posts oder auch Kommentare meldet, das fällt gar nicht auf, ne? Das Ding ist einfach so groß, das rollt immer drüber und bewegt dann halt Massen. Hashtag Hatebook. Sehr gut, oh, das finde ich gut. Hatebook. Oh, das könnte nochmal Momentum bekommen. So, vielleicht schönere Sachen. Sorry, dass ich euch jetzt gerade so runtergezogen habe. Nee, es gehört auch zu dem Jahr. Hashtags haben keine Wertung, die dürfen so sein, wie sie wollen. Hast du einen für uns? Ich einen für euch. Hashtag, ne? Das klingt jetzt wahrscheinlich platt, das war so erwartbar, aber ich muss ihn bringen, ist natürlich Co-Kreation und das ist auch was sehr Erfreuliches, weil ich zum Glück merke, dass auch nachhaltig mit diesen ganzen Corona-Zeiten das Thema Co-Kreation mehr Aufmerksamkeit bekommt, beziehungsweise mehr gelebt wird. Es ist teilweise erstaunlich, dass es eben jetzt erst möglich wurde, dass es sowas wie die Pandemie brauchte, um zum Beispiel die Co-Kreation zwischen den Forschenden an den Universitäten eben, ich würde fast behaupten, ja, überhaupt erstmal zu beginnen, ja, und zu sagen, wir teilen unsere Forschungsergebnisse, weil wir müssen alle, ne, ganz schnell irgendwie zur Lösung finden. Und das ist für mich so ein Lichtblick, ne, weil wir sind ja schon voll und ganz davon überzeugt, dass viele komplexe Probleme unserer Zeit, und da redet man nicht nur von unserem Kulturkreis, sondern sogar weltweit, eben nur noch aus der Kraft der Co-Kreation heraus gelöst werden können. Und gleichzeitig, und das fand ich natürlich dann besonders schön, hatten wir natürlich auch, ne, mit dem Team und, ne, unseren ganzen Co-Kreatorinnen gerade auch dieses Jahr ganz, ganz viele tolle Belegebenen, wo wir eben ja gesehen haben, dass mit einer Freude und einer Leichtigkeit dann eben diese Exzellenz entstehen kann, die wir uns ja alle wünschen. Hm. Hm. Und Entschuldigung, ich muss gleich noch weitermachen, weil das ist eine super Überleitung. Und was ich da aber auch nochmal viel stärker gespürt habe, ist, dass ja in jeder Stärke steckt ja auch eine Schwäche. Und jetzt mal konkret reflektiert auf uns oder mich ganz persönlich, ist mir jetzt erst auch so richtig klar geworden, ne, was wir auch ja manchmal schon von unseren Coaches gehört haben, dass ja quasi, ne, immer wenn du dich weiter wächst, ne, wenn dein persönliches Wachstum weitergehst, kommen aber ja trotzdem immer wieder irgendwie neue Probleme oder neue Defizite. Man denkt vielleicht manchmal so, hä, nee, wieso, es wird alles besser. Und das Thema mit der Exzellenz ist eben, dass man jetzt natürlich noch stärker merkt, wenn jemand, ne, im Raum ist oder beteiligt ist, der halt da extrem abfällt, weil eben auch es immer schwieriger wird, ne, vielleicht die eigenen Defizite oder was auch immer zu verbergen. Und das ist natürlich auch eine Wahrheit, die dazugehört. Und das unmittelbar führt eben zum nächsten Wachstumsschmerz, weil man eben dann zum einen erstens sich stellen muss, dieser Erkenntnis, und sagen muss, okay, krass, ich muss mich jetzt persönlich wieder weiterentwickeln, was ja, wie wir wissen, immer Fakt 1 ist. Oder Fakt 2, ne, dann die Entscheidung treffen, ich möchte mich nicht weiterentwickeln, und dann hat es halt auch Konsequenzen. Ne? Und das, glaube ich, ohne jetzt schon den Ausblick für nächstes Jahr vorwegzunehmen, wird aber definitiv ein spannendes Thema werden. Also Co-Kreation ist Inner Work, ne, höre ich da raus. Das ist ja auch das, was wir in unseren vergangenen Folgen schon, glaube ich, immer mal wieder haben gut, glaube ich, herausarbeiten können. Du kannst am Ende dieses Thema Co-Kreation, dieses Mindset und den dahinterliegenden Arbeitsprozess am Ende ja nur für dich auch annehmen und produktiv nutzen, wenn du auch für dich selber im Kopf ein paar Erkenntnisse hattest, wenn du an dir arbeitest und wenn du
das Miteinander zulässt und da braucht es halt einiges dazu. Also ja, mache ich einen Haken dran. Das Interessante ist, wir haben ja gerade jetzt in Deutschland zum ersten Mal eine neue Bundesregierung, die aus drei Parteien besteht. Das wird interessant, wie Habeck und Co. auch dort Co-Kreation leben werden. Bin ich sehr gespannt. Also das, ich finde das eigentlich cool, diese Dreifaltigkeit, also unterschiedliche Sichtweisen auf das gleiche Thema, das ist Co-Kreation, dann den gemeinsamen Standpunkt zu entwickeln. Und wir haben so viele große Themen, könnt ihr jetzt mal beweisen in Berlin, ob die schon verstanden haben, wie es geht. Wenn nicht, meldet euch bei uns. Wir machen gerne einen Workshop mit euch. Wir haben genügend Platz. Ja, aber cool, dass du das ansprichst, weil tatsächlich deckt sich das total mit meinem Wunsch. Und genau deswegen schaue ich mir das auch gerade relativ, also sehr genau sogar an und achte auch tatsächlich auf die Worte. Und was ich fast ein bisschen schade finde, ist, dass sie, glaube ich, auf der einen Seite ja genau schon, glaube ich, auch mit dieser Attitüde, ne, herantreten. Und man hat es auch gesehen, ne, wir erinnern uns alle an dieses erste Twitter-Foto, was auf einmal auftauchte, ja, ne, und entsprechend auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und man muss es, glaube ich, wirklich auch sagen, dass generell diese Koalitionsverhandlungen eben viel weniger bespickt waren, ne, mit diesem Gossip und den Leaks und so weiter und so fort. Also das, denke ich, hat man schon gemerkt, dass da eine neue Qualität entstanden ist, aus meiner Sicht. Oder man kann hoffen, sagen wir es mal so. Ja, also ich meinte aber rein noch dieser Diskurs, weißt du, das ist ja, ist schon, bei manchen hatte man ja wirklich, oder anders, wir haben ja den anderen Fall ja schon erlebt, ne, und witzigerweise war da derselbe Mann beteiligt, der jetzt die Koalition eingeht, der dann halt zurückgetreten ist, ne, und der zu diesem Dilemma geführt hat, warum es ja überhaupt jetzt erstmal nochmal eine große Koalition gab, dürfen wir auch nie vergessen, ja, das ist auch alles nicht so lange her, ja. So, und deswegen, also finde ich schon, dass man alleine deswegen sagen kann, hier ist auf jeden Fall ein Reifungsprozess passiert und die drei scheinen schon auch wahrscheinlich gemerkt zu haben, dass es vielleicht eher der neue Weg ist. Und ich würde auch nicht mal sagen, dass das, also anders aus unserer Sicht ist es eh der bessere Weg. Und das haben wir auch schon mal angesprochen, eigentlich sagen wir ja generell, so müsste es ja eigentlich viel mehr sein, ne? Dass man eigentlich sagt, ne, durch Parteien meinetwegen, ne, sind eben die verschiedenen Interessen einer Bevölkerung vertreten im Parlament. Und dann aber, wenn die einmal dort sind, dürfte es eigentlich gar keine sogenannte, ne, Klientelpolitik mehr geben, sondern es dürfte wirklich nur noch um die am besten geeignete Lösung gehen. Und dann wäre aus unserer Sicht ja schon ganz, ganz viel geholfen. Und das ist jetzt eben die spannende Frage, ob sich das vielleicht ein Stück weit jetzt kommt, ne? Das wäre der Wunsch. Und ich höre halt manchmal dann noch so Worte, ne, oder so Sachen, wo es auch heißt, ja, früher wäre das so und so gewesen, oder das, wo ich sage auch, hey, das braucht, weißt du, lass es einfach weg. Mach da einfach, wie du willst. Und ich glaube, das ist auch bei mir nochmal so dieses Jahr so hochgekommen, obwohl wir das ja auch wissen. Und ich glaube, viele von uns denken ja auch, ey, ne, ihr bezieht da eigentlich zu allen Stellung und Haltung und bliblablub. Und trotzdem treibt uns ja so viel mehr um. Und ich habe das Gefühl, oder ne, für mich irgendwie nochmal mehr im Hinterkopf, ist nochmal so gekommen, ja, wir müssen unsere Stimme nutzen, ne, wir müssen den Mund aufmachen, wir müssen, ne, die Diskussion selber anstoßen oder uns an den Diskussionen beteiligen, die essentiell sind. Aus verschiedensten Gründen, und das meine ich nicht nur für uns als Chromatics oder als Millennials oder was auch immer, sondern generell, also, ne, und aber immer konstruktiv, ne, also was ich nicht meine ist, auf die Straße zu gehen und zu pöbeln für was auch immer, ne, kann man auch machen, ne, ist manchmal vielleicht auch notwendig, gerade, ne, sage ich auch, betone ich ganz klar, ich liebe Fridays for Futures, ich liebe Extinction Rebellion und da kann man gar nicht genug rumnörkeln, und was ich natürlich nicht meine ist, ob man montags unbedingt spazieren gehen muss oder irgendwelche blauen Fahnen schwingen muss, das ist halt dann wiederum unnötig oder das ist halt leider dann meistens nur destruktiv. So, und um was es aber, glaube ich, viel mehr geht, ist, ne, sich wirklich bewusst einzubringen, ne, mit Qualität, weil halt auch teilweise, finde ich, der Ton generell in den deutschen Medien rauer geworden ist und ich auch merke, wie alle so ein Stück weit, ne, Axel Springer bildniveaumäßig diesen Klicks und, ne, Hits und, ja, Reichweiten und dadurch natürlich höhere Ads kriegen, bla bla bla, ein bisschen hinterherhächeln, weil im schlimmsten Falle sie glauben, nur so kann man in Zukunft wirtschaftlich sein. Auch da gibt's natürlich zum Glück gute Gegenbeispiele, die, ne, das besser anders machen, aber so latent hat man manchmal das Gefühl. Mhm. Und das ist auf jeden Fall, oder anders, ich sag's so knallhart, ja, genau das, was ja vielleicht auch die Journalistinnen nicht so gut finden, ne, dass jeder heutzutage Publizist werden kann, wie zum Beispiel wir drei in unserem tollen Podcast. Und ich glaube, ja, witzigerweise, das braucht's mehr, dass man dadurch vielleicht auch wieder die Balance schafft, dass die Themen einfach auch wieder die müssen in eine Balance kommen und dürfen weniger polarisiert sein. Ich habe einen Hashtag, der so ein bisschen da reinpasst, aber auch nie, sondern Thema noch so ein bisschen
erweitert. Ich habe den Hashtag die Blase platzt. Das war oder ist so gemeint, dass wir hier bei uns bei Chromatics ja mittlerweile schon sagen können, dass wir mit 25 Leuten so ein bisschen die viele Meinungen abbilden, so die in unserer Gesellschaft gerade sind. Und deswegen bin ich da jetzt auch drauf gekommen, weil du gesagt hast, dass ja aktuell der Ton in den Medien rauer wird. Und quasi die aktuelle Situation rund um das Thema Impfung dann auch bei uns unterschiedlichste Meinungen hervorgebracht hat und wir zum ersten Mal quasi vor dieser Tatsache standen, dass wir eben viele Meinungen haben hier bei uns und die nicht immer alle gleich waren und wir auch dadurch nicht die gleichen Schlüsse gezogen haben. So, deswegen die Blase platzt. Also wir waren erstmal nicht mehr in einer Blase in diesen Sachen. Und ich fand halt interessant, auch zu beobachten, welche Dynamiken das hatte. Wir hatten als Geschäftsführung immer wieder versucht, ans Team bestimmte Botschaften zu senden, zu gucken, wie wir hier im Office zusammenleben können, wie wir alle Ängste hören, die aus dem Team hervorkamen, in jeder Richtung, was wir daraus machen. Wir haben unheimlich viel selber diskutiert. Allerdings auch da wieder aufgrund der Situation eher in Chats als persönlich. Und was ich da so rausgenommen habe, ist, dass eben genau so eine Dynamiken wie bei Facebook oder Hatebook, wenn man so nennen, auch bei uns leicht entstehen können, dass Brandreden gehalten werden auf einmal und die immer so in die Masse rein. Und das hatte sich dann bei uns tatsächlich auch so ein bisschen zugespitzt. Und wir haben dann aber, glaube ich, eine ganz gute Kehrtwendung hingekriegt, indem wir uns tatsächlich die Zeit genommen haben, wieder persönlich mit Leuten zu sprechen. Das hat das Ganze unterbrochen. Also wir haben gesagt, okay, wir hören auf, jetzt hier in unserem Slack-Channel Nachrichten einfach in luftleeren Raum zu posten, sondern wir haben angefangen, untereinander uns anzurufen, miteinander zu reden über unsere Ängste, unsere Sorgen. Und das hat erstmal wieder das alles nach unten gekühlt. Wir haben jetzt seit einer geraumen Zeit wieder eine relativ friedliche Kultur damit und ich glaube auch ein ganz gutes Miteinander, hier im Kreise zu arbeiten. Aber das finde ich halt auch nochmal so interessant gewesen, weil das ist ja das, was da draußen passiert, in diesen Social Media Channels zu schreien quasi. Das emotionalisiert total und alle werden immer lauter in ihren Posts und immer aggressiver. Und das geht jetzt natürlich nie für die ganze Welt, aber vielleicht irgendwie doch, dass man dieses persönliche Austauschen miteinander wieder macht und dort zuhört halt einfach, ne? Da passt mein Hashtag eigentlich ganz gut dazu, obwohl ich den aus einem ganz anderen Grund geschrieben habe. Den kann ich noch ergänzen, aber erstmal habt den Mut, wieder auszusteigen. Wäre mein auch ein Hashtag des Jahres. Ja. Kommt wo ganz anders her, aber passt irgendwie ganz gut, weil ich das Gefühl habe, Leute reden sich so ein Stück weit in Rage so und man ist halt in dieser selbstreferenziellen Bubble und ertrinkt da irgendwie in seinem Telegram-Profil oder wo auch immer. Obwohl man vielleicht, wenn man so auf so wieder Inner Work machen würde und auf sich vielleicht mal hören würde, als Mensch, würde man vielleicht feststellen, man ist doch irgendwann mal schon vielleicht vor Wochen oder Monaten irgendwann mal falsch abgebogen. Und jetzt braucht's eigentlich den Mut, da auch mal sich selber wieder rauszuziehen und zu sagen, warte mal, Moment, ich habe vielleicht hier auch eine falsche Ableitung irgendwie für mich getroffen. Und das bedeutet auch ein Stück weit ja Mut, weil man hat irgendwann mal einen Fehler gemacht, den muss man sich eingestehen. Mhm. Und ne, das haben wir ja auch untereinander gespürt, in dem Kontext, den du jetzt nochmal hattest, Nora, ne, auch dieses Thema Impfung, wo ja jeder für sich auch irgendwie immer mal wieder erkennen musste, warte mal, ist jetzt meine Meinung die richtige? Wer sagt mir, dass das die richtige ist? Darf ich die am nächsten Tag auch nochmal ändern? Darf ich die nochmal ändern? Darf ich den Mut haben zu sagen, ich lag falsch, weil ich habe heute eine andere Wissensbasis als noch gestern oder ich habe einfach nochmal drüber nachgedacht. Genau. Und habe für mich auch nochmal irgendwie eine Schleife gedreht. So ging es mir zumindest auch zu dem Thema, weil ich da auch mit ein paar Leuten auch immer mal wieder so auch Aneckungen hatte und das dann aber eben auch auf der persönlichen Ebene dann geklärt habe, weil ich einfach gemerkt habe, was lösen denn bestimmte Kommunikationen, die man selber macht und die man so in die Echokammer hineinruft, nicht speziell an eine Person, sondern an alle, was löst denn das aus, was löse ich damit aus und wie fühlen sich dann andere und das sich einfach viel mehr gewahr zu machen, das finde ich schon ist ein sehr, sehr wesentlicher Punkt. Na, man übernimmt die Verantwortung für seine Worte deutlich mehr im Zweiergespräch, als wenn man sie einfach nur bei Facebook irgendwo reinsetzt und dort quasi nur wütet. So, ne? Und dann kriegt man natürlich genau diese Reaktionen zurück. Die haben aber nichts mit deinem realen Alltag zu tun dann. Deswegen wählt man seine Worte dann dort auch wahrscheinlich anders. Aber ich finde ja mal interessant, was eigentlich hinter deinem Hashtag stand. Eigentlich hab den Mut, wieder auszusteigen. Ja, das hängt mit am Ende mit einem Projekt zusammen, in dem ich oder wir als Team erkannt haben, dass wir einfach nicht zum Kunden passen und das erkannt haben, nachdem wir sehr viel Energie aufgewandt haben, überhaupt erstmal in das Projekt reinzukommen
Und dann aber im Doing, wie man so schön sagt, in unserer Branche, einfach merkt, das, was wir uns als Projektvision gegeben haben, das, was wir mitbringen wollten, das, was wir als Agentur einbringen können, ist nicht gefragt. Die vor allen Dingen zwischenmenschliche Ebene ist mega schwierig. Und dann halt irgendwie trotzdem zu sagen, okay, die Eier zu haben, irgendwie auch zu sagen, okay, wenn es nicht passt, dann muss man es halt auch aufgeben oder beenden. Das ist so, das steckt eigentlich hinter diesem Hashtag. Und ich kann letzten Endes nur dazu ermutigen, uns selbst, aber auch alle anderen da draußen, immer wieder auch eigene Entscheidungen, die man auch im Business-Kontext trifft, eben genau zu hinterfragen und immer auch mal den Mut zu haben, Dinge auch wieder aufzugeben, gleich wenn es vielleicht in dem Moment irgendwie schmerzhaft ist. Genau, ich weiß ja, wovon du sprichst. Es war ja auf alle Fälle auch in dir ein langer Prozess, sagen wir mal so. Also du hast ja auch relativ lange gelitten. Naja, aber ich finde, was da auch drin ist und Hashtag Beziehungsarbeit, also das war auch ein Thema, was dieses Jahr eben auf verschiedensten Ebenen immer wieder deutlich wurde, dass egal, ob es um den beruflichen Kontext geht, ne, ob es in einem Kontext mit Co-Kreatoren ist, ob es im Kontext mit Corona oder was auch immer ist, am Ende des Tages sind es immer Beziehungen, ne? Und Beziehungen brauchen eben diese Beziehungsarbeit und wie ihr es auch gesagt habt, ne, es gibt On-Off-Beziehungen, ne? Es kann mal in der Beziehung mal gut laufen, mal schlechter laufen, ne? Da kann man mal den einen tragen, man kann mal den anderen tragen. Und ne, wie das aber mit so einer Beziehung ist, man muss trotzdem, wenn man sagt, ne, das Ziel ist, dass alle irgendwie gesund, ne, und vielleicht auch, ich will nicht sagen glücklich, aber vielleicht zufrieden sind, ja, da braucht es eine gewisse Balance. Und jeder sehnt sich, glaube ich, auch nach der Harmonie und alle sehen sich nach dieser Balance. Aber genau das, ne, dann sich doch irgendwann einzugestehen, boah, aus welchen Gründen auch immer, und es gibt da dann meistens ja doch nie nur einen Grund, sondern viele, es soll gerade nicht sein, auch das halt einfach zu akzeptieren. Und das ist ja auch wichtig, und das, ne, ich hatte dieses Jahr gefühlt ja auch so ein, zwei Trennungen. Also was mir noch immer wichtig war, war einfach zu sagen, du, das ist jetzt so, ne, wir haben das jetzt so festgestellt und dass wir da irgendwie auch nicht zusammenkommen, aber ne, wirklich, ne, wir haben das wirklich gesagt, ne, die Tür bleibt offen. Also ne, es geht nicht darum, dich jetzt per se wegzuschieben, ne, wie man es ja vielleicht kennt, ja, dass auf einmal die Person ist halt doof und dann ist da die Schublade doof und dann ne, will ich mit der auch nie wieder was zu tun haben, sondern einfach zu sagen, okay, jetzt unter der Konstellation, ne, mit den gegebenen Voraussetzungen, ja, und so weiter, ist es halt einfach die Entscheidung, die man trifft, ne, was aber ja nichts Böses gemeint ist, sondern ganz im Gegenteil, das ist ja auch wichtig, ne, ich glaube, wir werden immer noch teilweise so erzogen, dass eine Trennung, ne, the worst case Szenario ist und dass eine Trennung eigentlich immer übertrieben jetzt, ne, negativ ist, was schlecht ist, was blutig ist, was mit viel Zorn zu tun hat, bla bla bla. Und ich glaube, da haben wir, ne, schon sehr früh angefangen zu sagen, nee, was für ein Unsinn, ne, das Ziel der Trennung muss eigentlich sein, mindestens in der Neutralität rauszukommen, sodass man erstens eben, ne, jeder, der an der Beziehung beteiligt war, nie wieder mehr Steinchen in seinem Rucksack hat, Punkt 1 und Punkt 2, genau das, weil man will ja gar nicht im Leben die Straßenseite wechseln, wenn man denjenigen sieht. Ne? Man will ja nie, ne, permanent die Energie weggesogen haben auf einem Thema, wo man eben eher entschieden hat, da will man keine Energie mehr reingeben. Und das ist aber der Witz, dass die Leute oft denken, nur weil ich, ne, jetzt die Beziehung cutte, ist es, dass es die Arbeit zu tun ist. Nee, und ich erinnere mich ja selber, weil ich ja auch Teil der Diskussion war, ne, wie viel wir persönlich im Slack per Telefon anrufen, ne, uns gesperrt haben, nach Lösung gesucht haben, ne, auch abgeklopft haben, okay, was waren unsere Unterlassungen, wo können wir vielleicht nochmal ansetzen? Und wenn du dort aber dann irgendwann an den Punkt kommst, dass ja klar gespiegelt wird, nee, wir wollen nie, wir wollen uns nie verändern und wir wollen auch nie so arbeiten und ne, bliblablub, ich meine, was soll man da auch für eine Entscheidung treffen? Und von daher ist es auch auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung gewesen. Und genau das, man kann eigentlich nur bekräftigen, ne, es ist wichtig, dass man an der Beziehung arbeitet. Es ist wichtig, dass man vor allen Dingen mit sich selber, ne, da auch ganz fair ins Gericht geht. Aber genau das, wenn man einfach für sich ein paar Definitionen gemacht hat, wo man sagt, das würde ich gerne in die Beziehung einbringen oder das würde ich vielleicht sogar auch ganz bewusst ändern wollen und das vielleicht sogar vorher auch, ne, wie das manchmal so ist, suggeriert wurde, ja, das machen wir. Und dann aber, ne, sich eben im Lebensalltag herausstellt, nee, der, diejenige kann halt einfach nie die Zahnpastatube zumachen, aber mich das total antriggert, naja, dann kann man halt nur überlegen, ne, schenke ich demjenigen, keine Ahnung,
Mundöl, ja, und steigt da um von Pasta auf Mundöl und vielleicht ist das dann gelegen und wenn das eben nicht so ist, ja, dann muss man halt auch eine Entscheidung treffen. Hast du eigentlich noch einen mundöligen Hashtag? Einen, ja. Der noch in die Vergangenheit weist, oder? In die Vergangenheit weist. Das ist ja eh nicht so dein Thema, die Vergangenheit, aber. Ach, vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Hashtag ist, ne, aber so dieses, es war ja absolut, ne, Hashtag verrücktes Jahr. Also wirklich war es ein verrücktes Jahr, ne. Und das war ja, gerade für uns, ne, startet das ja auch richtig dunkel, ja, mit diesen unendlich, ich weiß nicht mehr, wie viele Verlängerungen des Lockdowns es waren am Ende des Tages, waren es 6 oder ich weiß es nie. Also es war ja schon sehr übel, ne. Und dann auf einmal, wie es durch die Decke ging und auch nicht mehr nachgelassen hat, ja. Und vielleicht ist da ausnahmsweise, ne, ich sage ja immer, ich habe keine Angst. Aber wovor ich schon oder zumindest Respekt hätte, ist, wenn jetzt unsere Wirtschaft irgendwie in dieser Madness hängen bleiben würde und quasi jetzt alles, und damit meine ich wirklich alles, im Prinzip in so eine Art Saisonphasenarbeit gerät. Ne? Oh Weil Gott, ich sag mal, ja. die Menschen, die, ne, liebe Grüße an meinen Bruder, ich weiß, Brudi, du hast das auch ein, zwei Jahre gemacht, nämlich, ne, 6 Monate gechillt und dafür dann 6 Monate in Österreich in den 5-Sterne-Hotels, wo unsere lieben Fußballer und anderen Promis ihren Urlaub machen, dann eben im Prinzip eigentlich 24/7, man kann es nicht anders sagen, durchgerackt, ja. Und genau das, ne, also diese 2 Extreme. Du hast eigentlich quasi eine Off-Season, ne, aufgrund von zementierten Pandemie-Lockdowns, ja, wo einfach ganz wenig Geschäft in gewissen Rubriken, die uns aber einfach wahnsinnig Spaß machen und die auch fetzen und für die wir eigentlich ja auch irgendwann mal angetreten sind, ne, eben die gibt's einfach nicht, die sind verboten, Punkt, die sind verboten. Und dann auf einmal, ne, wird's lockerer oder offen und natürlich wollen alle genau das. Und dann aber das, was du sonst in 12 Monaten gemacht hast, machst du jetzt in 6. Und dass das halt auch auf Dauer nie gesund sein kann, ich glaube, das wissen wir alle. Und das ist echt, das beschäftigt mich tatsächlich, weil so ist es dieses Jahr gewesen. Und es deutet sich ja jetzt ähnlich an. Genau. Also ist der Hashtag wäre Saisongeschäft sozusagen. Ja, der Hashtag wäre, genau, es wäre eigentlich, du sagst schön, ich finde es auch gut, dass du es so lustig sagst, weil ich nehme es auch als Challenge an und habe wirklich, also so witzig, ich weiß jetzt gar nicht mit wem, ich habe die letzten Tage echt mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen. Und habe auch wirklich gesagt, krass, wir müssen uns dann, also was heißt wir müssen, ne? Ich habe wirklich gesagt, ey, ich würde mich dann anpassen, ja, und wirklich sagen, keine Ahnung, ne? Ab November bis Ende März, ne, fährst du auf total kleiner Flamme und fragst vielleicht so 3, 4 Leute so, wollt ihr so ein bisschen, ne, das Ding am Laufen haben, so ein bisschen, ne, das Typische, so ein bisschen, ne, man hat ja immer Organisationen und es müssen natürlich ein paar Anfragen gemacht werden und so weiter, aber dann sozusagen, ne, heierst du eigentlich die ganze Crew von April bis Oktober und dann haben die halt wieder, ne, 4, 5 Monate dann frei, sozusagen. Und aber in den, ne, das ist halt das Krasse, im April bis Oktober ist es eigentlich 24/7. Also auf jeden Fall. Also Jahresurlaub quasi dann immer ab November. Genau. Das heißt, Bali ist dann eigentlich schon. Genau. Oder ja, genau, wir treffen uns alle auf den Kanaren. Es gibt ja viele, die solche Lebensmodelle haben, ne, zwischen Winter und Sommer, ne, und da eben im Winter Snowboardlehrer sind und im Sommer Surflehrer und so, ne, und wer weiß, also ohne Scheiß vielleicht. Also ist nicht, dass ich mir das wünsche, aber also ich wäre zumindest jemand, der auf jeden Fall sagen würde, man muss da relativ schnell Konsequenzen ziehen, weil so geht's nie weiter. Also das ist auch klar. Ja, zumindest für einen Teil des Geschäftsmodells jetzt unserer Agentur ist es tatsächlich so. Ja. Wir haben auch gemerkt, dass gerade das Thema so Markenentwicklung, also sehr eher strategische Themen, sind massiv nach oben geschnellt. Also da ist vieles passiert. Man merkt einfach, die Unternehmen haben vielleicht die Zeit genutzt, beziehungsweise haben auch die Notwendigkeit erkannt, jetzt nochmal einen Turnaround zu machen oder eine Weiterentwicklung zu gehen. Das ist gut und das hat uns auch viel Geschäft gebracht. Aber auf der anderen Seite, Andreas hat es gesagt, genau, alles, was so eher in das Richtung geht, OOH, Event, wir nennen es Impact, also immer wenn es um Reichweite geht, laut, die Straße brennt, fliegende Kühe und Ponys, das ist dann natürlich irgendwie schwierig und ja, ist eine interessante Beobachtung. Ja, und man muss es so antizyklisch machen, ne, dass man sagt so den Kunden auch direkt, naja, hier, guck mal, wenn ihr auch vielleicht wenig zu tun habt oder ihr, ne, es kommt auch noch hinzu, keine Materialien aus euren Lieferländern bekommt, ja, oder einfach die Logistik Monate hinterherhängt, dann müssen wir diese Innerwork machen, ja, und dann, wenn das Zeug da ist und auf die Straße muss, dann müssen wir uns voll und ganz dann auf die Execution konzentrieren, ne, vielleicht wird's auch so, ne. Dann das ist doch im Jahreszeitenrhythmus, das ist doch, vielleicht ist das der natürliche Weg. Ja, genau. Ich habe ja schon gesagt, früher Sommer, Herbst, Corona.
Genau, genau. Ja, sehr gut. Mensch, das finde ich immer direkt als Schluss dieser illustren Runde. Und dieses, dieses 2021, genau. Genau, und wir verraten schon mal so viel, ne? Wenn du vielleicht direkt noch eine halbe Stunde lang unsere wunderschönen Stimmen hören möchtest, dann hör dir direkt die nächste Folge an, denn dann geht's endlich um Zukunft. Cheerio. Ciao.